Jack! Guybrush, komm hierher! Vorsichtig, nimm die Maske ab. Versprichst du mich dann endlich in Ruhe zu lassen? Na gut, ich verspreche es. Ich tue ja alles. Mach bloß das Bein wieder fest. Hey, ihr Kinder! Ihr sollt hier nicht rein! Und was jetzt? Machen wir uns über die beiden lustig. Tun wir so, als wären sie unsere Eltern. Ja! Entschuldigt, dass wir abgehauen sind. Ihr habt euch wahrscheinlich Sorgen um Mörder und Taugenichtse gemacht. Keine Sorge, ich habe ihn gefunden. Kommt schon, auf geht's. Tun wir so, als hätte ich Kräfte, die mir Blitze aus den Augen schießen lassen. Er klingt so lebensecht. Ich frage mich, ob er echt ist. Entschuldigt, Jungs, könntet ihr aufhören, uns zu verfolgen? Das ist unheimlich. Jawohl, Sir! Komm schon, ich hab da hinten eine Scurvy-Dog-Hütte gesehen. Scurvy-Dogs? So einen habe ich noch nie gegessen. Was? Du musst unbedingt einen probieren. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben essen wirst. Ohne Spaß. Wow. Was sollen wir als nächstes tun? Wir müssen uns Scurvy-Dogs besorgen. Ich kann nicht glauben, dass du noch nie einen hattest. Dort steht, bringen Sie den Schlüssel zurück, wenn Sie fertig sind. Sonst setzt's was. Sie befestigen ihn an einem Bein, damit man nicht mit ihm davonläuft. Ich bringe ihn sofort zurück, Sir. Es wäre klug, das zu tun. Ich habe noch das Bein von dem letzten Kind, das den Schlüssel nicht zurückgebracht hat. Ich hatte mal einen Scurvy Dog, der war größer als mein Kopf. Diese Gläser sind dicker als die Fettschicht auf dem Boden. Er schließt das Plumpsklo draußen auf. Ihr Kinder solltet besser Geld haben. Ja, wir haben alle möglichen Arten von Geld. Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Klar, wenn du mir ein Goldstück gibst. Das ist Geld, das Erwachsene benutzen. Ich weiß, was ein Goldstück ist. Gut für dich. Du kannst ein paar Dogs haben, wenn du mir eins gibst. Bitte? Können Sie nicht etwas für ein paar hungrige Kinder erübrigen? Hör zu, du kleiner Schnorrer. Ich sag dir mal was. Ich mag Kinder nicht. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann, der versucht, seinen Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen. Ich kann es nicht gebrauchen, dass 50 Kinder pro Tag zu mir kommen und meine Zeit damit verschwenden, mich zu überreden, ihnen kostenloses Essen zu geben. Dann eben nicht. Hey, ich weiß! Lass uns in dem Plumpsklo gegenüber nach Kleingeld suchen. Den Leuten fallen Münzen aus den Taschen, wenn sie sich dorthin setzen. Es ist abgeschlossen. Gut, dass ich den Schlüssel in der Tasche habe. Gut, du hast sie aufgeschlossen. Ich sehe
sehe keine Münzen und ich stecke meine Hände nicht da rein. Oh, was ist das für ein Zeug? Es riecht genauso wie die Toilette. Bitte Hände waschen, bevor Sie das Plumpsklo verlassen. Eklig. An manchen Orten... Chucky, warum schaust du nicht in die Toilette? Auf keinen Fall. Mach du doch. Okay. Eklig. Es ist kein Goldstück, sondern ein rundes Metallstück, das ungefähr die gleiche Größe und Form wie ein Goldstück hat. Das nennt man einen falschen 50er. Das ist wie eine falsche Münze. Ich dachte zuerst, es sei ein Goldstück. Sieht genauso aus wie ein Goldstück. Ich hatte einmal 4 Tage lang Schluck auf. Eine falsche Münze ist fast so gut wie eine echte Münze. Ich bin mir nicht sicher, wie wir ohne Goldstücke Scurvy Dogs bekommen können. Wir haben vielleicht alles, was wir brauchen. Ich glaube nicht, dass der Typ gut sieht. Was denn jetzt? Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Klar, wenn du mir ein Goldstück gibst. Was können wir damit bekommen? Schmeckt wie ein Goldstück. Genug für ein paar Scurvy Dogs, wenn du willst. Perfekt! Nimm sie, Junge. Und was nimmst du? Was? Nur ein Scherz. Hier ist einer. So gut. Hey, Dad. Hey, Mr. Threepwood. Hey, Jungs. Habt ihr Spaß? Ja! Wir haben uns Scurvy Dogs geholt. Da sind Zehennägel und sowas drin. Uah, ich habe darüber gelesen. Und wir haben deine Abenteuer nachgespielt. Wir haben gerade Big Whoop gemacht. Big Whoop? Junge, das erinnert mich an früher. Mir gefällt es, wenn Chucky mich bittet, sein Bein wieder anzubringen. Er sagt das wirklich lustig. Ihr denkt euch immer die verrücktesten Sachen für das Ende der Geschichte aus. Das macht Spaß. Aber man kann es nicht einfach ändern. So funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Bei vielen deiner Geschichten hat man das Gefühl, dass sie am Ende nicht zu Ende sind. Was meinst du damit? Naja, ich meine, da wäre zum Beispiel The Secret of Monkey Island, wo du auf Monkey Island gehst und gegen LeChuck kämpfst. Die Geschichte hat ein großartiges Ende. Es gibt eine Schlägerei und ein Feuerwerk. Ich dachte, die Geschichte hat dir gefallen. Aber du hast das Geheimnis nie gefunden. Nicht das echte. Sicher, aber darum ging es in dieser Geschichte nicht. Kinder, ich will euch eine Geschichte erzählen, in der es darum geht, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ist das eine lange Geschichte? Ich glaube, ich muss mal auf die Toilette oder so. Ja, ich muss, mit meiner Tarantel Gassi gehen. Vielleicht sollte ich mit ihnen gehen. Nein, nein, bleib hier, das ist eine gute. Jedenfalls ging das Gerücht um, dass mein alter Erzfeind LeChuck irgendwie den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island entdeckt hatte. Ich wusste, dass ich es vor ihm in die Finger bekommen musste, also ging ich nach Mealy, um meine eigene Expedition zu starten und ihm zuvorzukommen.